Ein Mann stolpert blutüberströmt in ein Polizeipräsidium, wo er auf Max Bischoff, den Neuling im Kommissariat, trifft. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, was passiert ist, denn der Mann kann sich weder an seinen Namen erinnern, noch daran, wo das Blut auf seiner Kleidung und seinen Händen herstammt. Dies ist der Auftakt zu Arno Strobels neuestem Thriller Tiefe Narbe, der den Leser sofort in die mysteriöse Handlung und die dichte Atmosphäre Düsseldorfs katapultiert. Arno Strobel ist ein Garant für spannende Unterhaltung und der Leser möchte von der ersten Seite an eigentlich nur eins: weiterlesen.